was du geschafft hast, was du kreiert hast. Die erste Waffe der schwarzen Waffenkammer von einem Hüter. Oh, Ada. Ada, Ada, Ada. Diese Zwickmühle einer Partnerschaft erweist sich als unerwartet nützlich. Vielleicht war ich bei unserem ersten Treffen ein wenig kühl. Lass uns von vorne anfangen. Willkommen in der schwarzen Waffenkammer. Jahrhundertelang waren Hüter von unserer Geschichte ausgeschlossen. Und heute haben sie dies geändert und unsere wichtigsten Artefakte beschützt. Die Aufzeichnungen der Waffenkammer. Das Herz unserer Organisation. Diese Bücher gehörten unserer Gründerin. Es waren ihre Tagebücher. Civix hat sie entweiht und viele Seiten herausgerissen. Wenn wir wissen wollen, wonach er hinterher ist, müssen sie gefunden werden. Der Reisende hat die Menschheit schwach gemacht und ihnen ein falsches Gefühl von Sicherheit gegeben. Schau dir an, was wir heute im Angebot haben, Hüter. Na los, prüfe unser Angebot. Thank you.
zeigen wir, dass ihr nicht gegraben könnt. Ich habe vollstes Vertrauen in euch. Glauben die, sie sind schneller als wir? Wir haben ihren Bohrer zerstört. Sie sind geflohen. Wie immer überaus effektiv. Gute Arbeit.
Im Bruchstück ist immer noch eine Art Energie, aber anders als die, die wir benutzen. Mir geht immer noch nicht in den Kopf, wie Korruption und die Macht des Reisenden so stark nebeneinander existieren können. Aber wir verstehen ja vieles nicht. Ich habe da einen Skiff mit Glimmerabbauausrüstung auf dem Radar. Interesse?
zeigen wir, dass hier nicht gegraben wird. Ich habe vollstes Vertrauen in euch. Glauben die, sie sind schneller als wir? Gebührt uns die Hilfe. Thank you.
dem Glimmer. Und ihr habt ihre Ausrüstung. Wieder mal gute Arbeit. Ich habe da einen Skiff mit Glimmerabbauausrüstung auf dem Radar. Interesse? Thank you.
Ich sehe sofort nach. Übertragen. Viel Glück. Bereit zur Überprüfung? Nettes Scharmützel da draußen. Das stammt definitiv aus der Schmiede. Doch die Seriennummer ist mir unbekannt. Passt nicht zur Schmiede in der europäischen Todeszone. Und irgendwie ist da Gefallenentechnik mit eingebastelt. Widerlich. Diese Abscheulichkeit sollte zerschlagen, verbrannt und in die Leere geworfen werden. Jemand muss eine andere Schmiede entdeckt haben. Sammle noch mehr dieser Widerlichkeiten und bring sie zu unserem korpulenten Gönner in der Wirrbucht. Wenn du Spider vertraust, dann wird gefunden, was einst verloren war. Entschuldige bitte, Hüter. Willkommen, Hüter. Danke, dass du beim Everversum eingekauft hast.
fangen wir an. Sehr gut. Ein gut vorbereiteter Soldat ist ein siegreicher Soldat. Wir haben eingeschränkte Informationen zu einem Vex-Informationsdepot erhalten. Ich will, dass du es findest und herausfindest, was sie wissen. Sei gegrüßt, Captain. Commander Zavala hat mich gebeten, eine taktische Analyse dieser Mission durchzuführen. Ich würde dir gerne dabei helfen, in den Terminus der Einsicht einzudringen. Hallo, Failsafe. Du kennst dich hier aus? Oh ja, absolut. Die Vex waren hier sehr aktiv, als die Exodus Black damals auf Nessus ankam. Die Vex, die meine Crew eliminiert haben, kamen von hier. Tut mir leid, dass diese Erinnerungen jetzt wieder hochkommen. Das ist in Ordnung. Ich habe nur ein paar Jahrhunderte gebraucht, um sie zu unterdrücken. Legion? Was machen die Kabale hier? Ich überwache Vex-Übertragungen. Es scheint, dass die Vex einen Kabalübergriff an eurem derzeitigen Standort abwehren. Ja, aber was machen die hier? Die Vex kalkulieren zurzeit mögliche Antwort auf diese Frage. Rückmeldung folgt.
Offizier und war in Commander-Aufmachung. Freundlicher Geist, die Vex halten diesen Commander für Kargen, eine Elite-Psion in der Rotlegion. Und ein wirklich marktlustiger noch dazu. Wir bekommen immer die ganz Spaßigen ab. Man sagt doch, gleich und gleich gesellt sich gern. Hüter, die Eliminierung von Kargen wird deine Priorität für diese Operation sein. Seine Crew ist im ganzen System unterwegs. Unseren Informationen zufolge hat er hauptsächlich Vex-Installationen zum Ziel. Um ihn zu eliminieren, kann unsere Position jedoch nur stärken. Erledige ihn. Ich habe gute Nachrichten. Und schlechte Nachrichten. Zuerst die guten Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass Kargen die Vex massenweise vernichtet. Okay. Und die schlechte Nachricht? Kargen hat beinahe vollkommene Kontrolle über das Vex-Tour-Netzwerk. Ich prognostiziere diverse Kabaleinheiten innerhalb der nächsten Minuten. Wunderbar. Muss man doch irgendwie durchkommen können. Failsafe, hast du eine Idee? Ich glaube, Centurios haben die Mittel, um die Vex-Blockade zu entfernen und euch Zugang zu verschaffen.
Da ist Cargan. Wow. Okay, lass dich davon nicht treffen. Ich habe Nachrichten der Vex abgefangen, die vermuten lassen, dass Cargan ihre Sicherheitsprotokolle umgangen hat. Es scheint, als nutzt Cargan diesen Konflux, um auf das Datenartefakt zuzugreifen. Nimm mich zu dieser Vex-Platte und ich versuche es mit einem Gegenhack. Ich habe ein paar üble Variablen in seinen Verschlüsselungsprozess eingeschlossen. Das sollte ihn ausbremsen. Er weiß, dass er nicht so einfach Daten stehlen kann, solange wir hier sind. Absolut richtig, freundlicher Geist. Eine enorme Energiemenge deutet auf diverse Kabaltransporte hin, die sich eurer Position nähern. Ihr habt das so gewollt. Standort gesichert, Commander Zavala. Gute Arbeit, Hüter. Welche Informationen habt ihr? Hier ist nur ein Datenartefakt mit der Bezeichnung Oxa. Und es ist ernsthaft beschädigt. Metadaten zeigen, dass es zuletzt vor Jahrhunderten von jemandem namens Ozzot benutzt wurde. Was ist Oxa? Und wer ist Ozzot? Diese Fragen müssen warten, schätze ich. Aber das war gute Arbeit bisher.